So, einen wunderschönen, ja. Herzlich willkommen zurück. Ach so, siehst du, bevor wir jetzt hier anfangen, gucken, ob auch alles stimmt, alles funktioniert hier. Ja. Herzlich willkommen zurück. Scheint gut zu laufen. Okidoki. Dann, ja. The next Ascension is in the house. Würde ich einfach mal sagen. Klicker. Oh, ich habe neue E-Mails. Schau mal, na guck. Play Button. Bisschen was an Gold verdient. Naja, nicht allzu viel. 1,3 in 19. Tja, also irgendwas sagt mir. Ah, wieder nur 1 E2. Und das, obwohl ich mir diesmal mit der Ascension tatsächlich Zeit gelassen habe. Eieieiei. Ha. Tja, so schaffen wir es aber nicht bis 1 E30. Holla, die Waldfee. Was machen wir denn da am dümmsten? Ich mache jetzt mal direkt eine Ascension hier. Und dann gucken wir mal ganz kurz, ob wir hier noch irgendwas machen können, was noch sinnvoll erscheint. Wir haben komplette Klickstärke. Wir haben mit dem Thema Gold pro Chance auf 10 mal Gold. Gold allgemein haben wir. Eigentlich alles relativ gut aus. Ha, das ist plus 4 Skill, das ist Idle, das ist plus 4 Skill. Ah, gut. Healing Cost, Skill für Skill. Für Skill bringt uns nichts, ist für Idle, ist auch Idle, ist wieder Skill. Skill. Achso, ja. Idle, Skill. Ah, nee, wir haben eigentlich alles, was irgendwie sinnvoll ist. Ja, ist ja gut, jetzt hier weg. Ach komm, ja. Dann machen wir einfach wieder ein paar 4-Stunden-Quests. Easy. Ja gut, hier gibt's keine. Dann machen wir mal die 60-Minuten-Quest. Ach, liegt, Alter. Hier, bam, so easy. Lalalala. Ja, Sakrileg, was zur Hölle? Warum zum Kuckuck sind wir so eher unstark? Also ich level erstmal alles hoch, ne? Ganz klar. Aber ich bin mit der aktuellen Situation sichtlich nicht zufrieden. Wir machen irgendwie ein bisschen zu wenig Damage. So, hier nochmal. Das kann ja heiter werden, wenn wir dann später hier unser. Unser Idle-Bild machen wollen. Weil, wie gesagt, mit Idle ist man halt an sich erstmal noch schwächer dran. Und wenn wir jetzt gerade mal eins, also das 100-fache immer pro Ascension bekommen,
dauert halt einfach relativ lang, bis wir denn hier überhaupt aus den Potten kommen. Boah, Alter, 2E18. Das heißt, jetzt hier schaffen wir keine 10 Level mehr mit einmal. Gott. It's getting worse. Das ist natürlich nicht so schön. Ja gut, das hier bringt natürlich kaum was. Habe ich hier noch was vergessen irgendwie? Nee, eigentlich. Eigentlich ist hier alles gut. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, wenn wir transzenden, dann machen wir am besten gleich mal ein Respec. Dann investiere ich nämlich seine und seine Ancient Souls mal ein bisschen anders. Weil wir sagen, guck mal, Wakamaru, ehrlich gesagt ist das fast egal hier. Diese 50%, das bringt halt in der Praxis eher wenig. Also zumindest nicht der erwünschte Effekt. Es hat zumindest zum Weiterkommen keinen Effekt. Und Babus bringt überhaupt keinen Effekt. Also ganz ehrlich, Babus hier, ne, ein Monster weniger. Also ist ja normalerweise ist der Boss ja so stark wie mehrere normale Monster. Und Babus sorgt quasi dafür, dass der Boss halt jetzt zum Beispiel nicht so stark ist wie 20 normale Monster, sondern wenn er einen weniger hat, nur noch so stark ist wie 19 normale Monster. Aber eben, wenn er gerade mal bisher gerade mal ein einziges Monster abzieht, dann ja. Meine steht hier für die aktuelle Stärke? Ach, da unten, Boss Health. Ja, genau. Das heißt also, jetzt allein ist ein Boss bereits achtfach so stark. Ja. Das heißt, normalerweise dürfte ein Boss ungefähr zehnfach so stark sein. Das würde also bedeuten, dass er jetzt ungefähr 8,82. Hier wird ja immer abgerundet, das heißt immer 8. Und wie gesagt, das bringt halt nicht so viel. Zumindest nicht für den Preis, den wir bräuchten, um das Ding noch weiter hoch zu leveln. Mal gucken, vielleicht gehen wir in der nächsten Transzendchen wirklich fast komplett auf ihn. Also DPS können wir auch noch machen. Die Sache ist halt, wir würden 73 zurückbekommen. Oh, das geht zumindest schon mal ganz gut. Apropos, danke. Wir würden 73 zurückbekommen. Ist jetzt nicht unbedingt die Welt. Das muss man mal ganz ehrlich zugeben. Also ich hatte halt gehofft, dass wir jetzt mindestens das Tausendfache mal pro Ascension bekommen. Aber jetzt schon wieder gerade mal das Hundertfache bekommen. Das heißt, wir kriegen bis morgen früh weniger als das Hundertfache. Dann wird es halt echt schon ganz schön knifflig. Das ist halt ein bisschen traurig. Vor allem hier haben wir noch. Naja gut, hier haben wir auch. Na doch, 1 bis 7. Das heißt also, das hier ist ungefähr 1E12. Dann haut das fast hin mit 4 höher. Hier, na gut, hier sind es bloß noch 3. Ah, und dann halt nur noch 2, 2. Das ist schon nicht so geil, wie ich gehofft hatte. Das heißt, angenommen, ich würde es jetzt wirklich schaffen, über Wasser zu bleiben und pro Ascension
1 E2 raus zu prügeln. Dann hätten wir, wir haben ja jetzt noch drei Ascension vor uns, die jetzt, die ich morgen früh und die ich morgen Mittag starte. Das heißt, wir würden es dann gerade mal bis 1 E25 schaffen. Reicht es auch erstmal aus, aber wie gesagt, ist halt weit von unseren 1 E30 entfernt. Und wie gesagt, das ist ja nur, wenn wir 1 E2 schaffen zu halten. Also das Hundertfache jeweils, aber das bezweifle ich. Ich schätze mal eher, wir bleiben so irgendwo bei 1 E22 oder so hängen. Ja gut, das ist natürlich, ja gut. Hier können wir nicht mehr so viel machen, ne. Lass ich erstmal raus. Die gut, Babus bringt gar nichts. Bossfight-Timer bringt jetzt auch nicht so viel. Das hier würde halt ein bisschen was bringen. Naja, das halt im Kombi hiermit, aber ganz ehrlich, wir haben jetzt schon 11%. Das heißt, da würde maximal, wenn ich jetzt um 10 Level hochlevel, noch 2% dazukommen. Das ist dann alles eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist eher so alles Pöllepalle. Habe ich jetzt eigentlich schon Juggernaut hochgelevelt? Nee, ne? Nee, habe ich noch nicht hochgelevelt. Ha. Gut, dann level. Wow, wow, wow! Warum auf einmal so teuer? Scheiß die Wand dann. Okay, jetzt ist das sowieso vorbei. Upsala. Was ist passiert? Warum? Was? Okay, Feierabend. Ja, das wird's mal genügen. Also, dann gehen wir einfach mal sterben, würde ich mal sagen. Das ist jetzt natürlich Schüssel die Wand an. Das wird schon irgendwie werden. Zur Not werde ich vielleicht noch ein paar Mal die Skills so zwischenzeitlich mal aktivieren. Aber ich hatte halt keinen Bock jetzt. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, jetzt hier ab und zu nochmal vorbeizuschauen, sondern ne, einfach so wie klassisch, einfach den Browser minimieren und wenn er fertig ist, ist er irgendwann fertig. Seltsam ist das Ganze hier. Und der Fall, dass sie so stockert. Wisst ihr, mein Rechner ist gerade mal halb ausgelastet. Die CPU liegt bei 50% gesamt. Und trotzdem ist hier Flash schon bereits tot, weil dieses Kack-Flash nicht multithreading fähig ist. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Daran sieht man mal wieder, wie alt Flash eigentlich ist. So. Bam.
Aha. Bin mit der Gesamtsituation echt nicht zufrieden. Echt nicht. Ich meine, wir halten jetzt hier so ungefähr die Werte ein, die ich auch bei meiner Tablet-Version hatte. Ne, da hatte ich ja auch bei der ersten großen Transcension hatte ich 1E6, dann hatte ich 1E12 und dann hatte ich 1E18. Aber eben, wir haben hier bei der zweiten bereits 1E15 gehabt. Und dann sollte eigentlich der nächste Sprung natürlich auch ein bisschen höher ausfallen. Ich meine, wie gesagt, 3 Ascension haben wir auf jeden Fall noch vor uns, aber trotzdem. Das Ganze ist jetzt irgendwie nicht so. Oh, genau. 1E6, 1E12 und dann 1E18. Das heißt, pro Transcension ungefähr 1E6, wohl nach E18 kommt dann erstmal E24, dann E32. Und ab da wurden die Sprünge langsam größer. Ne, also ist hier quasi E12, E18, E24, also quasi immer E6 dazu. Und dann geht es aber los mit E32, E42, also 8er Sprung, dann 10er Sprung. Gut, dann kommen wieder etwa ein paar kleinere, weil ich da nicht mehr so aktiv gespielt habe. Aber dann geht es hier halt los mit 1E100, 1E30, 1E130, E160, E220, 320, also gleich E100. Ne, umso größer die Zahlen sind, umso größer werden auch die Sprünge. Aber hier derzeit haben wir jetzt gerade mal. Ach, mal gucken. Ja gut, jetzt die letzten Transcension, die waren natürlich komplett AFK, ne? Die letzten vier Transcension, da hatte ich bei der 18. Transcension hatte ich 1E1600 Hero Souls, dann 1E2000 Hero Souls, bei der nächsten Transcension 1E2950, also knapp 3000 Hero Souls, und bei der letzten Transcension hatte ich 1E4000. Also quasi schön 1000, 2000, 3000, 4000. Mal gucken, wie viel ich jetzt bei der jetzigen Transcension dann bekommen werde, wenn die dann irgendwann mal zu Ende ist. Auf jeden Fall, am Anfang ist halt. Wir sind eigentlich quasi schon auf einem ordentlichen Weg, ne? Weil, wie gesagt, E6 dazu würde bedeuten, dass wir irgendwo bei E21 landen. Und das würde hinkommen. Aber weil wir halt hier so einen relativ großen Sprung haben, ne, zwischen E6 und E15, hatten wir wirklich einen, ne, ist ja offensichtlich, ich meine, das ist E9 dazu, hatte ich gehofft, dass wir hier auch mindestens E9 schaffen. Wird uns aber scheinbar doch nicht vergönnt sein. Schade, schade, schade. Aber was soll's. Dann ist aber halt, wie gesagt, die Frage, wenn wir jetzt wirklich gerade bei E20 oder so landen, ob es dann halt wirklich schon sinnvoll ist, in den passiven Modus zu wechseln. Weil, wie gesagt, wenn wir von aktiv in passiv wechseln, haben wir erstmal einen herben Rückschlag. Weil halt solche Sachen wie die Combo nicht mehr funktionieren, weil halt solche Sachen wie Crit-Schaden nicht mehr existiert. Also, ne, dann haben wir wirklich den Grundschaden. Der wird zwar geboostet durch Sealadas, nee, durch Libertas. Wer war der? Wer war das? Wer? Doch, Sealadas, genau. Libertas ist ja für Gold. Genau. Heißt also, Sealadas gibt uns zwar ordentlich einen Boost für Idle, aber ebenfalls nur noch Sealadas und dann halt er hier, der in dem Moment Sealadas unterstützt. Gut, wobei stimmt auch nicht. Eben, wenn wir idlen, dann haben wir auch noch unseren komischen, diesen komischen Zahnrad-Typ, der uns quasi Bonus auf die ungenutzten Autoklicker gibt. Mann, Holla die Waldfee. Ja, würde ich mal sagen, machen wir morgen drei relativ kurze Aufnahmen, prügeln einfach nochmal drei Ascension durch, ratzfatz. Da halte ich mich dann auch gar nicht mehr zu lange auf. Und dann, wie gesagt, morgen Abend den Transcenten.
Und dann mal gucken, wie viel wir bis dahin haben, was wir machen können. Auf jeden Fall werde ich den Mond tatsächlich, wenn ich transzende, auch direkt respecken. Dass wir hier mal komplett neues, ne, komplett frisch anfangen können. Weil, wie gesagt, Kumamakamaru, den nehme ich komplett raus, Babus nehme ich komplett raus, die beiden lohnen einfach nicht. Atmen tatsächlich ja. Vielleicht mache ich den sogar wesentlich höher. Mal gucken. Kronos geht auch, weil der hat halt ordentlich Zeitzuwachs. Tja, und Dora. Da können wir durchaus ein paar Level spendieren. Ich meine, der hat ja gleich 100% Effektivität pro Level. Das heißt, dem können wir ruhig, wesentlich so 3, 4 Level spendieren. Das ist noch nicht so teuer, aber wir haben dafür gleich 300, 400% plus bei den Goldkisten. Das ist schon ordentlich. Das können wir machen. Tja, und dann müssen wir tatsächlich wahrscheinlich hier noch mehr auf Ponyboy gehen. Ist alles so. Alles nicht so geil. Alles nicht so geil. Aber gut, was willst du denn machen? Steckst du nicht drin? Ist ja nicht deine Freundin. Was? Jo, von daher würde ich mal sagen. Lassen wir das an der Stelle erstmal und dann mache ich hier noch meinen Autoklicker drauf. Dann passt das. Hätte ich beinahe vergessen, hier den Autoklicker aufzumachen. Hallo. Kommen wir denn dahin, wenn es so weitergeht? Ich meine, was wir auch mal kurz, ganz kurz gucken können. Das würde jetzt allerdings ein bisschen Hero Souls kosten. Ach gut, okay, komm. Würde Hero Souls kosten, als wir das jetzt hier. Ich will mal ein bisschen rumexperimentieren. Mir kam zu Ohren, dass Alexa wohl in hohen Leveln sehr effektiv sein soll. Das möchte ich mal ganz kurz überprüfen, indem ich ihr mal so viele Ancient Souls gebe wie Frostleaf. Wie geht das? Hold Shift to give one. Geht das? Ja, es geht. Ich nutze jetzt gerade meinen Autoklicker. Oha, oha, oha. Ist aber scheiße langsam, was ist denn hier los? Okay, jetzt haben wir 100. Gott, ist das langsam hier. Ach komm, jetzt hier, meine. Ich gebe mal bei 300, so ungefähr. War das jetzt zu viel? Oh nö, fast. Fast. So, den Rest mache ich jetzt per Hand. Einfach weil das mit der Autoklicke irgendwie gerade nicht so schön funktioniert, wie ich hoffe. So. Na komm, 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 komm. Noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein Stück. Ah. Ja. Perfekt. So, jetzt haben beide gleich 4. Und jetzt schicke ich mal auf beiden jeweils einen Autoklicker auf. So, wo ist denn Alexa? Moment mal, war das überhaupt richtig? Wait a second. Hä? Momentchen, 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 Momentchen. Das war. Doch, das müsste hier. War die nicht mal blau? Oder wirkt jetzt durch die Vergoldung so gelb? Die war doch blau früher. Nee, weil die Dame hat die nämlich ein paar Upgrades, die ganz schön heftig reinhauen. Wie gesagt, laut einschlägigen Quellen soll die wohl ganz schön boosten. Verstehe ich persönlich jetzt nicht so sehr, weil er jetzt zum Beispiel hat insgesamt halt schon fast mehr. Wir gucken einfach mal. Wir schicken mal da, wie gesagt, einen Autoklicker rauf. Dann schicken wir hier einen Autoklicker. Ja, danke dafür. Schicken wir hier einen Autoklicker rauf und dann gucken wir mal, wo die beiden ungefähr stehen bleiben. Okay, bei 6E. Bleib mal stehen hier. Damit ich immer ordentliche Werte habe.
So, 1E127. 1E128. Nö, also das sieht eher danach aus, dass Frostleaf tatsächlich besser ist. Packe noch mal ein paar Level drauf hier. Bam. Ah, geht doch. Wollte gerade sagen. So, kommt hier meine Kiste. So, okay, jetzt haben wir ungefähr, ne, 1,34 und auch 1,34. Okay. Ja gut, hey, der hat 6,34. Immer noch 1,34. Achso, da kam gerade noch mal eine Kiste oder so. Ja, ne, also Frosty scheint wohl doch tatsächlich besser zu sein. Ha! Okay, na gut, dann bringt das also nichts. Schade. Ich dachte, ich wollte da mal auf auf einen Reddit-Beitrag, ne, der, ja, ich lese ja auch im Internet ab und zu mal und da kam mir das Ding halt über den Weg. Wie man sieht, war die Information aber scheinbar schon veraltet. Wahrscheinlich galt das bei einer etwas älteren Version von Clicker Hero. Was durchaus möglich ist, weil Clicker Hero wird auch ab und zu mal balanced. Und die Information scheint wohl noch vor davor von vor davor zu sein. Wow. Na gut, okay, das heißt, das bringt also auch nichts. Schade. Ja gut, mir fällt mir jetzt aber auch nicht ein, was wir hier noch machen könnten. Von daher würde ich mal sagen, lassen wir es einfach mal so. Wie gesagt, wir machen morgen einfach noch zwei Ascensions drauf. Lassen die jetzt auch einfach durchlaufen. Und dann, egal wie wir denn morgen Abend stehen, machen wir doch tatsächlich einfach morgen Abend denn die Transcension und dann geht das ab. Wie gesagt, da dann komplett Respec, also komplett clean anfangen. Und dann gucken wir mal, wie wir das Ganze, wie wir denn unsere Ancient Souls aufteilen, wie viel wir bis dahin überhaupt haben. Und so weiter und so fort. Apfelmuskacke. Okay. Dann würde man sagen, see you later, Alligator. Haus drin mit Apfelmus. Tschüss.